Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ihr seht richtig, ich nehme doch dieses Jahr noch bei den Face Awards mit teil. So spontan. Deswegen würde ich nicht lang rumschnacken und gleich das Video starten. Wir fangen an mit einem Klebestift, womit wir uns die Augenbrauen abkleben. Ich glaube, das Prozedere kennen wir alle schon. Deswegen, glaube ich, muss ich nicht viel dazu erklären. Ich benutze zum Abdecken dann noch die Can't Stop Won't Stop Concealer-Reihe. Foundation wollte ich schon fast sagen. Weil der sehr schön deckt, aber es muss auch nicht perfekt decken, weil wir eh noch mit sehr viel Farbe drüber gehen werden. Die Vorskizzen für den kompletten Look habe ich jetzt erstmal leicht mit Bodypaint-Farbe gemacht. Da habe ich auch immer mit Farben variiert, damit ich die Linien voneinander unterscheiden kann. Das so als kleiner Tipp. Und wirklich auch eine pastellige Farbe genommen, damit man da einfach easygoing drüber gehen kann. Die seitlichen Schmetterlinge und die Krone habe ich mit Papier ausgeschnitten und mit Latex überzogen und dann auf mein Gesicht geklebt, auch mit Latex, aber nur auf einer Seite, sodass das so einen leichten 3-2D-Effekt hat, also von der Seite absteht. Fand ich, sieht ganz cool aus und ist auch super einfach mit Bodypaint-Farbe anzumalen. Hierfür benutze ich die Push-Art Bodypaint-Farben und grundiere erstmal mit Blau und dann noch Gelb und Orange ein paar Schmetterlinge, damit die erstmal schön abgedeckt sind. Das ist erstmal nur eine Grundlage und die Details kommen immer erst später. Also es ist immer so ein kleines Aufbauen bei Bodypaint-Farben. Die Krone beschmücke ich dann auch noch mit roter Bodypaint-Farbe und allgemein bei den Lücken fülle ich jetzt noch so ein bisschen Rot mit aus, wobei ich jetzt dann noch hinterher noch ein bisschen Grün mit reingemischt habe, weil mir das doch dann zu aggressiv aussah und es ein bisschen freundlicher, blumiger aussehen sollte. Deswegen auch nochmal so ein schönes Grasgrün mit eingebaut habe. Alles wird dann nochmal aufgehellt mit weißer Bodypaint-Farbe, einfach um Highlights zu setzen und das nicht so knallig aussehen zu lassen. Die Grundtiefenfarbe von meinem Skelett ist ja nicht schwarz, sondern dunkelblau. Deswegen vertiefe ich alles nochmal mit dunkelblauer Bodypaint-Farbe und gehe auch noch damit an den Hals und mit einer helleren Blau-Türkis-Farbe ans Dekolleté, Schultern, damit der Skull nicht so komplett verloren aussieht. Und mir ist jetzt erst literally aufgefallen, wie gut das Logo von Carinas Farben und meinem Motiv zusammenpassen. Hallo? Was ist das? Naja, let's forget about that. Mit der Ultimate Palette von NYX vertiefe ich dann nochmal ein paar Stellen mit dem dunkleren Lila-Ton und mattiere allgemein so ein bisschen die Bodypaint-Farbe, weil es ja doch, vor allem wenn man es länger drauf hat, dazu tendiert, ein bisschen zu glänzen. Mit den NYX Eyelinern mache ich dann noch die Konturen von meinen Schmetterlingen. Da würde ich echt empfehlen, ein Referenzfoto zu nehmen von Google oder wenn ihr einen Schmetterling fotografiert habt, den zu nehmen, weil es tatsächlich nicht so einfach ist. Und hier habe ich auch teilweise geswitcht wieder zu Bodypaint-Farbe, weil auf dem Latex oder auf meiner Haut dann doch mit dem Bodypaint der Eyeliner nicht so halten wollte und ich dann ja einfacher wieder die schwarze Farbe genommen habe. Ein paar Highlights habe ich dann auch wieder mit weißer Bodypaint-Farbe gemacht, diese schönen kleinen weißen Pünktchen etc. Und dann fehlen ja eigentlich nur noch die Augen, ne? Für die habe ich dann nochmal größtenteils die Ultimate-Palette benutzt und ein leichtes oder eher stärkeres Halo-Eye gemacht mit Blau und Gelb und noch ein bisschen Glitzer drauf gemacht und natürlich dürfen auch noch die Wimpern nicht fehlen und dann sind wir schon fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wünscht mir sehr viel Glück bei der Entry von den Top 20. Wow, das reimt sich so ein bisschen. lasst auf jeden Fall sehr gerne eine Bewertung, Kommentar etc. da. Würde mich mega freuen und ich muss mich hier sehr kurz fassen, wir haben nur 5 Minuten. Also, tschüss!